Die zweite Stadt meines Deutschland-Trips im Sommer 2024 ist Nürnberg. Und ich bin zwar mit dem Auto gekommen, aber im Hintergrund seht ihr den Hauptbahnhof. Und der gibt architektonisch um einiges mehr her, als das normalerweise Bahnhöfe so tun. Nürnberg ist eine der wenigen deutschen Städte, wo noch praktisch um die gesamte Innenstadt die Stadtmauer besteht. Die werden wir einige Male noch sehen. Und bei so einer langen Stadtmauer braucht es dann natürlich auch Stadttore. Vom Königstor selber ist hier nur wenig zu erahnen, aber wir sehen den imposanten Königstorturm. Durch das Frauentor gelange ich in einen Zwischenraum zwischen den Befestigungsanlagen in den sogenannten Handwerkerhof. Dort gibt es besonders schöne Bauwerke auch mit Fachwerk. Den Stadtgraben begrenzenden Mauer und der eigentlichen Stadtmauer liegenden Räume werden als Erholungsräume genutzt. Einen interessanten Kontrast bilden das Opernhaus und das Schauspielhaus. Ein weiterer Teil der Befestigungsanlage ist der Marientorzwinger. Der Zwinger bei mittelalterlichen Bauwerken war einfach ein Tierhaltungsplatz. Das Nassauer Haus ist das einzige aus der romanischen Zeit noch in dieser Form erhaltene Haus in Nürnberg. Es steht gegenüber von St. Lorenz. Die Lorenzkirche ist neben der St. Sebald-Kirche eine der zwei protestantischen Kirchen in Nürnberg. Und sie ist, wie unschwer zu erkennen, gotischen Stils. Also in diese Straße würde ich jetzt nicht freiwillig hineingehen oder greifen. Das leise Geplätscher im Hintergrund und die Brücken zeigen uns, in Nürnberg floss bereits im Mittelalter ein Flüsschen, nämlich die oder der Pegnitz, durch die Stadt, innerhalb der Stadtmauer. Direkt am Fluss liegt das wahrscheinlich ehemalige Heilig-Geist-Spital. Und konnte jemand die Behandlung dort nicht bezahlen, dann konnte er gleich gegenüber einziehen, und zwar im Schuldturm. Schuldturm und auch die dazugehörigen Nebengebäude liegen übrigens auf einer kleinen Insel zwischen zwei Flussarmen des oder der Pegnitz. Dass das Heilig-Geist-Spital selbstverständlich kirchlich betrieben war, sehen wir auch an diesem wunderschönen Kreuzigungshof. Man beachte, dass die Kreuzigungsgruppe aufgeteilt ist. Ja, eine von Richard Wagners bekannten Opern spielt in Nürnberg. Und einer der Haupthelden ist ein gewisser Hans Sachs, dessen Denkmal wir hier sehen. Rund um diese Skulptur läuft ein Gedicht. Ein Narr ist, wer viel Gutes hört und doch nicht seine Weisheit mehrt. Wer allzeit wünscht Erfahrung viel und sich trotzdem nicht bessern will. Ein Narr ist, wer für Wunder hält, dass Gott der Herr jetzt straft die Welt und Plag auf Plage schicket noch, dieweil wir seien Christen doch. Gewalt und Technik und Resignation
zerstören das Leben, der Tod lacht Hohn. Der durchaus passende Name der Skulptur ist übrigens Narrenschiff, nach dem Motto volle Kraft voraus auf das nächstbeste Riff. Aufgepasst, Schönbrunn-Fans, auch Nürnberg hat seinen schönen Brunnen, und zwar am Marktplatz. Diesen schönen Brunnen werde ich jetzt mal umrunden und mir alle Figuren genau anschauen. Hier noch ein besonderes Bonmot zum schönen Brunnen. Dieser Herr mit dem mittelalterlichen Vollbart ist ein gewisser Aristoteles. Ja, ihr habt richtig gelesen. So stellte man sich den damals vor. Oder dieser Herr hier, könnt ihr es lesen? Es soll Cicero sein. Und gleich gegenüber vom schönen Brunnen steht die Frauenkirche, die mich frappierend an unsere Wiener Minoritenkirche erinnert. Bei dieser Stiegenanlage steht dann auch eine Säule und da oben finden wir einen Engel mit der Kaiserkrone, was nicht verwundert, denn Nürnberg war auch eine der Kaiserstädte im Deutschen Reich. Am Platz beim Weißen Turm, der jetzt eigentlich so weiß ja gar nicht ist, finden wir diesen Brunnen namens Ehekarussell. Mit erschreckenden Details über die Behandlung ihrer Ehefrau. Da hat sich die Geschichte vom Froschkönig wohl ein bisschen anders zugetragen. Na, offensichtlich ging es nicht allen Ehemännern doch so gut. Gehörnter Ehemann oder wie? Und man sollte es kaum glauben, der Weiße Turm war früher tatsächlich weiß. Zwischendurch ein Blick zum Ludwigstorturm, natürlich auch ein Teil der Stadtbefestigung. Wer im Mittelalter oder auch danach unfreiwillig den Weg über diesen Steg, den sogenannten Henkerssteg, antreten musste, für den konnte die Sache unter Umständen kein gutes Ende nehmen. Denn dieses schmucke Gebäude nennt sich das Henkerhaus. Und wer dort wohnte, kann man sich vorstellen. Die alte Stadtbefestigung am Hallertor, so zwischendurch. In der Weißgerbergasse findet man wunderschöne Fachwerkhäuser aus dem Mittelalter. Alleine wegen diesem Haus zahlt sich die Fahrt nach Nürnberg aus. Es ist nämlich das Spielzeugmuseum. Jetzt kommt was für kleine und große Kinder. Von Puppen bis zur Eisenbahn schaue ich mir jetzt Spielzeug an. Also da hätte ich jetzt schon Gust, den einen oder anderen in meine Automobilsammlung zu bekommen. Thank you.
Ja, und das sieht nach einem tierischen Wettrennen aus. Diese zwei Turmspitzen gehören zu St. Sebald, der zweiten großen evangelischen Kirche in Nürnberg. Hinter der Kirche St. Sebald sehen wir hier die drei Eingänge zum alten Rathaus. Hier steht er nun, einer der ganz großen Söhne Nürnbergs. Der berühmte Maler des Mittel- und Spätmittelalters Albrecht Dürer. Und nicht unweit vom Denkmal, am Platz beim Tiergartentor, finden wir auch das Albrecht-Dürer-Haus. Und hier liegt quasi das berühmte Dürer-Hasi. Und zwischendurch die Befestigungsanlagen beim Tiergärtner-Tor. Wie schon kurz erwähnt, war ja Nürnberg lange Jahre deutsche Kaiserstadt und da brauchte es natürlich auch eine entsprechende Kaiserburg. Na dann mal rein in die gute Kaiserstube, sprich Burg. Puh. 97 Stufen hoch auf die Aussichtsplattform des Sinnweltturms, der deswegen so heißt, weil er rund ist. Ja, hier unten begann die Tour durch die Nürnberger Kaiserburg. Hier vom Sinnweltturm sehen wir den Fünfeckturm, der von hier aus gar nicht so fünfeckig aussieht. Daneben die Kaiserstallungen und der Spitzeturm, das ist der sogenannte Look ins Land. Die oder der Pegnitz fließt hier im Hintergrund unter dem Hübner-Tor durch in die Altstadt. Da schau her, ein Geheimgang, na da muss ich mal durch. Und schon bin ich auf der Innenseite der Stadtmauer. Und auch das gibt es in Nürnberg, quasi ein zusätzliches Stadttor noch innerhalb der Stadtmauern der Altstadt. Das Laufertor mehr oder weniger mit dem Lauferschlagturm. Ja, dieses Museum wäre sicher interessant gewesen, aber leider fehlte mir dazu die Zeit. Hey, guter Tipp hier am Egidienplatz, ein Nashorn, ein schlafendes noch dazu. Ich glaube, ich werde mir den Nürnberger Zoo auch noch anschauen. Wilhelm I. hat sein Reiterstandbild vor dem Pellerhaus und quasi in Nachbarschaft der Egidienkirche. Dieses Denkmal steht am Theresienplatz. Schauen wir mal, wer das ist. Naja, aussehen tut er ein bisschen wie Prinz Eisenherz. Aber ich habe nachgeschaut. Er heißt Martin Beheim, war ein Seefahrer und als solcher ein Zeitgenosse von Christoph Kolumbus.